Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, ich bin froh, dass sich die Zeit genommen hat. Direkt aus dem Bett gejagt heute Morgen von mir, Katharina Lang, zurück aus Amerika, aus Alabama. Die erste Frage, wie üblich in den Zeiten. Von daher, wie geht's dir, Katharina? Mir geht's super gut. Ich bin einfach nur müde, Jetlag. War eine anstrengende Reise, auch mit dem ganzen Drumrum. Aber jetzt bin ich froh, wieder da zu sein. Ja, hat das alles so reibungslos geklappt? Also man hat ja gehört hier von deutschen Staatsbürgern, die im Ausland waren und sind. Mit der Rückreise war alles ein bisschen chaotisch, müssen teilweise eingeflogen werden. Wie war das bei dir? Alles problemlos, oder? Also bei mir war es so, dass unsere Flüge zum Selection Camp abgesagt wurden. Von dem her wussten wir schon so ungefähr so, ah, es wird wahrscheinlich Probleme geben. Und dann haben Selina Rausch und Kada Weiss ihre Flüge gebucht und beide wurden dann erst storniert und die mussten dann einfach wieder reschedulen und alles. Und bei mir lief das reibungslos. Also ich bin zum Flughafen von einem Flieger zum nächsten und auch super pünktlich wieder in München gelandet. Wie ist es eigentlich in Alabama? Wohnst du da direkt am College oder bei so einer Gastfamilie? Also ich wohne am College, also off-Campus nennt man es bei uns. Ich bin so ungefähr mit dem Auto 3, 4 Minuten vom College entfernt, aber in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder mit einem Zwei-Bedroom-Apartment mit einer Tennisspielerin, einer Rollstuhl-Tennisspielerin. Das ist ja geil. Wie hat das jetzt bei dir geklappt? Also ich bin ja total so ein Englischferner, ja. Also ich kann mich gerade so mit Händen und Füßen ausdrücken. Wie war das für dich eigentlich, so die Umstellung, wie du dann in Amerika warst? Mit dem Englisch war das nie ein Problem? Am Anfang schon, also man muss sich schon arg umstellen, vor allem weil man es in Deutschland einfach nie im Alltag eigentlich so hat. Aber mittlerweile ist es eigentlich relativ normal. Also mal, wie haben dich Mama, Papa und Geschwister empfangen? Haben sie dich erstmal ins Zimmer eingesperrt oder war das alles dann doch sehr herzlich? Also eigentlich sollte mich meine Schwester und mein Papa abholen und dann meinte dann die Franziska, sie ist so ein bisschen krank, also nur schnupfenmäßig. Und dann hat mich nur der Papa abgeholt und ich habe dann erstmal so ganz vorsichtig gefragt, ob wir uns überhaupt am Flughafen umarmen dürfen. Also wie das, weil ich nicht so genau wusste, wie das jetzt in Deutschland so gesehen wird, aber hat alles super funktioniert. Ja. Ja, wie hast du die Corona-Krise jetzt wahrgenommen drüben in Amerika? Was ist zu dir rübergeschwappt? Wie war es in Amerika? Also bei uns war es noch nicht so arg, vielleicht weil der Präsident das auch noch nicht so wahrgenommen hat, denke ich. Bei uns war es jetzt so, dass einige Läden geschlossen hatten, Restaurants nur noch to-go angeboten haben. Also man konnte nur noch hin, direkt abholen. Man konnte sich auch nirgends mehr hinsetzen. Und Supermärkte aber immer noch offen. Aber wahrscheinlich so wie in Deutschland einfach einige Produkte ausverkauft. Aber sonst war es eigentlich relativ normal. Also Spring Break war ja eh schon relativ wenig los in Tuscaloosa, weil einfach alle Studenten weg sind, weil wir jetzt gerade eben Spring Break hatten. Aber sonst war es eigentlich relativ normal. Und wie war die Stimmung? Gut. Also ich so im ganzen Ort glaube ich schon ganz gut ist. Man merkt schon, dass so ein bisschen vorsichtig war alles. Aber im Großen und Ganzen sind die Leute immer noch einkaufen gegangen, haben sich immer noch direkt so Rücken an Bauch sozusagen an die Einkaufslinie da gestellt zum Zahlen. Aber genau, also so viel hat man jetzt noch nicht bemerkt. Ich habe jetzt heute gelesen tatsächlich, dass wir jetzt eine Ausgangssperre haben in Tuscaloosa ab Sonntag 10 Uhr abends und die dann wirklich auf 24 Stunden täglich gilt bis 11. April oder so. Muss ich mal schauen, wie es bei sie so geht. Okay, also sie ist noch drüben, oder was? Genau, ja. Stehst du in Das ist Kontakt die mit? einzige. Ja, so ein bisschen. Aber es ist jetzt so, ich bin jetzt erstmal nach Hause gekommen, habe die meiste Zeit geschlafen. Von dem her hat sich dann noch nicht so viel ergeben. Wie war es basketballtechnisch? Habt ihr Ligabetrieb gehabt eigentlich noch? Ja, wir haben tatsächlich bis vor 2 Wochen, 3 Wochen noch gespielt und waren uns eigentlich sehr bewusst darüber, dass sowas passieren kann, dass eben Sachen abgesagt werden. Haben aber natürlich immer noch gehofft, dass die Nationals nicht abgesagt werden. Dazu ist es dann leider gekommen, was sehr schmerzt. Aber ja, von dem her, so ist es jetzt. Wie ist die Stimmung generell gewesen bei euch jetzt drüben in Alabama, also unter den Mädels? Wie muss man sich das vorstellen? Alles so immer ja, freundlich oder gibt es auch mal so einen Zickenkrieg oder so, dass dann Erin Young mit Kate Lang sich so ein bisschen diesen oder ist das alles schiedlich friedlich? Also ich glaube, das ist allgemein so, dass wenn man sich einfach tagtäglich sieht und einfach so viel Zeit miteinander verbringt, dass man dann auch mal seine Zeit voneinander entfernt braucht. Dazu hat man ja auch mal andere Freunde oder macht was mit anderen Leuten. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen war die Stimmung jetzt natürlich sehr getrübt, weil es bei uns einfach so war, dass wir donnerstags so ungefähr erfahren haben vor Spring Break, dass Nationals nicht stattfinden und dann sind Georgia Inglis zum Beispiel und Rosalie Lalonde aus ihrem Apartment ausgezogen innerhalb von 3 Tagen, um dann nach Hause zu kommen, weil sie nicht wussten, ob die Grenzen geschlossen werden. Juice ist relativ schnell aus ihrem Apartment ausgezogen. Also das war dann sowas, dass wir hatten dann Freitagmorgen unser letztes Teamtraining
Und dann war irgendwie alles vorbei. Also es war relativ irgendwie so surreal. Ja. Wie kam es jetzt bei dir an, dass die Paralympics abgesagt worden sind? Hast du das so ein bisschen schon im Bauch gefühlt, dass da die Absage kommt? Oder hast du bis zum Schluss gehofft, dass du doch noch nach Tokio fliegst? Vorausgesetzt, du hättest das Selection Camp bestanden, in Anführungszeichen. Also hoffen tut man, glaube ich, immer bis zum Ende. Im Endeffekt bin ich jetzt ganz froh darüber, dass wir jetzt einfach eine Entscheidung haben, weil es ja doch immer so in der Luft hing und man wusste jetzt nicht, ist richtig, so fliegt man nicht, besteht die Chance, was ist mit Selection Camp, wie geht es mit Nazi überhaupt weiter. Aber ich glaube, bei mir wiegt jetzt gerade eher noch so Nationals schwerer als Paralympics, muss ich jetzt gerade ehrlich sagen, weil es halt jetzt einfach noch so in dem Zeitraum jetzt ist. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe euch nicht so verfolgt, von daher sehe ich mir nach, wie die Chancen wären dann wahrscheinlich groß gewesen, oder, dass ihr mit um den... Ja. Ja, ist schon. Ja, es hätte mich schon sehr gefreut, weil Juice vor allem mir letztes Jahr hatte als Senior. Und für sie hätte ich mich eigentlich am meisten gefreut, wenn sie nochmal einen Ring bekommen hätte zum Abschluss. Vor allem, weil wir in der richtig guten Form waren und wir haben waren fast ungeschlagen. Wir haben nur leider unser letztes Spiel gegen Illinois verloren. Aber sonst waren wir auf einem richtig guten Weg, nochmal eine Meisterschaft zu holen. Wie findet eigentlich so die Kommunikation zwischen Martin Otto und dir und den anderen Mädels so statt? Gibt es dann auch so Videochats oder gibt es eine E-Mail oder wie hat euch der Martin auf dem Laufenden gehalten? Also wir bekommen schon immer mal wieder E-Mails. Wir haben das Glück, dass Mareike ja in der Athletenvertretung ist, von dem her kriegen wir da auch viel mit. Die hält uns dann super viel auf dem Laufenden. Wir haben WhatsApp-Chat mit allen zusammen und ansonsten, wenn es halt wirklich was Dringendes gibt, so wie jetzt mit Selection Camp, wo wir nicht wussten, ob wir fliegen können von USA, da haben wir dann einfach einen WhatsApp-Call mit Martin, mit allen drei zusammen, also mit Babsi, mit Karin, mit mir. Wie sehen jetzt die nächsten Wochen bei dir aus? Jetzt wird natürlich erstmal gepennt wie so ein Murmeltier. Aber danach dann, wie muss man sich das Leben der Katharina Lang vorstellen? Ja, jetzt ist gerade, wie gesagt, ich schlafe jetzt erstmal und dann ist es ja jetzt so, dass ich ja leider jetzt nicht raus darf für die nächsten zwei Wochen in Selbstisolation hier bin. Von dem her versuche ich, mich da dran zu halten, habe Therabänder hier, habe relativ viel, was ich selbst machen kann. Und dann schaue ich, dass ich so fit bleibe. Ja. Okay, wann geht es für dich zurück nach Amerika? Gibt es da schon Termine oder hat jetzt der Corona wirklich alles so durcheinander gewirbelt, dass du auch so auf Standby stehst? Also ich hoffe ja immer noch, dass ich im Juli wieder zurückfliegen kann, weil da ein Basketballcamp ist von Alabama und ich das gerne unterstützen würde. Und dadurch, dass jetzt eben Paralympics abgesagt wurden oder verschoben wurden, würde ich das gerne machen. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass das steht und dass ich dann wieder rüberfliegen kann. Und schau mal. Wie ist es denn generell so in Amerika? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir hatten ja damals, glaube ich, nach dem Japan-Spiel in Neu-Isenburg schon mal gesprochen, so diese Halligalli-College-Partys und so weiter. Das ist halt das, was man kennt in Deutschland, ne? Aus diesen Filmen, aus der Jugend. Wie ist so das Leben drüben? Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist schon recht entspannt. Man kennt schon, also es ist wie in den Filmen wirklich so, man läuft über den Campus und manchmal ist es so, dass man so sich so denkt, so, ach, genau wie im Film, obwohl man jetzt schon das dritte Jahr drüben ist. Man merkt schon langsam, je weiter man ins Studium reinkommt, desto mehr Stress wird es natürlich auch. Man hat dann nicht mehr so viel Zeit, dass man jetzt einfach mal eine Stunde über den Campus schlendert und sich das alles anschaut. Aber im Endeffekt gefällt es mir super gut und ich finde es jetzt schon mittlerweile wieder schade, dass es nur noch zwei Jahre sind. Aber also wer sich das mal überlegt, hierher zu kommen, macht es unbedingt, weil es ist einfach. Also mir taugt es immer noch und jeder, der rüberkommen will, dem empfehle ich es nur, sich das mal anzuschauen. Wie ist es dann mit den Trainingsmöglichkeiten dort drüben? Ist das wirklich so professionell, wie man es auch mal sieht, so die Hallen mit Parkett und so weiter? Ich meine, bei uns kennst du halt nur diese klassisch giftgrünen Böden, ja, wenn du in die Halle kommst und wenn du halt so bist, aus Amerika, alles Parkett, alles ganz edel. Ist es so? Ja, also bei uns ist so, unsere Facility wurde extra für uns gebaut, Roche Basketball. Wir haben da Sponsoren, die das möglich gemacht haben und dadurch haben wir unsere eigene Halle mit einem riesen Alabama A in der Mitte vom Feld und an der Seite steht Crimson Tide und dann haben wir unseren eigenen Lockerroom, wo jeder seinen eigenen Platz hat eben für einen Stuhl und das ist alles super professionell, also mit Kraftraum, mit Physioraum, mit Kältebad, allem drum und dran. Ja, Zustände, die man sich hier in Deutschland wünscht. Wie sieht so ein normaler Tag dann bei dir aus, drüben am College in Alabama? Also jetzt letztes Semester oder dieses Semester war es eben so, dass ich so gegen 6:30 meistens aufgestanden bin. Dann war um 7:30 war Krafttraining für eine Stunde.
Von 9 bis 11 war Teamtraining. Dann hat man danach halt geduscht, sich fertig gemacht für die Uni. Und dann hatte ich entweder halt noch Zeit zu Hause oder manchmal halt erst um 5 Uni bis um 8 abends und bis dann am nächsten Tag wieder. Ja, ich denke, jeder, der die Paralympics so vor Augen hatte oder auch hat, muss sich nicht motivieren. Aber trotzdem, wie sieht es in dir jetzt aus, was die nächsten Monate betrifft? Ja, ich versuche natürlich jetzt, das alles so schnell wie möglich rumzukriegen mit der Selbstisolation, dass man wieder raus kann, dass man trainieren kann. Ich habe meinen Rollstuhl natürlich hier, dass ich draußen auch fahren kann, Rampen suchen kann und fit bleib. Und dann hofft man natürlich irgendwie, dass trotzdem irgendwas stattfindet. Also egal, ob es jetzt irgendwelche kleinen Freundschaftsturniere sind, aber Hauptsache man bleibt irgendwie am Ball. Und es ist jetzt nicht so, dass wir wissen, erst am 1. Oktober ist das erste Training offiziell wieder, das ich haben werde. Von dem her hoffe ich, dass man da mit den Iguanas auch was machen kann. Sehr schön. Ja, was machst du jetzt in Hinblick auf die Nationalmannschaft? Also ihr seid ja bei der Europameisterschaft, seid ihr Dritter geworden, habt eigentlich eine super Europameisterschaft auch gespielt, was einige nicht so erwartet hätten. War richtig, richtig super. Was traust du der Mannschaft in der Zukunft zu? Es fand ja ein Riesenumbruch statt, die letzten 1-2 Jahre. Woran glaubt eine Katharina Lang ganz fest? Also für mich steht es eigentlich nicht in Frage, dass wir eine Medaille gewinnen. Also ich glaube, dass wir zu allem fähig sind. Natürlich rückt das Feld immer enger zusammen bei allen Teams, das hat man jetzt gesehen. Aber ich glaube, dass wir für alle Überraschungen gut sind und ich glaube, dass sogar eine goldene Medaille drin ist bei Tokio. Ich glaube, dass jeder jetzt weiß, jetzt haben wir noch mehr Zeit, dass wir fitter werden und jetzt gibt es gar keine Ausreden mehr. Und von dem her bin ich mir sicher, dass wir da groß abräumen können. Katharina, du musst ja ein bisschen Schlaf nachholen, von daher will ich dich nicht länger stören mit Fragen. Möchte dir einfach nochmal die Möglichkeit geben, Danke zu sagen den Menschen, die dir am Herzen liegen, sei es jetzt in Alabama oder zu Hause in München? Oder sagen wir einfach Bayern, falls ich jetzt falsch liege. Also in München, genau. Ja, also natürlich meine Eltern, meiner Familie, dass sie mich so unterstützt haben, dass sie jetzt gesagt haben, was das Beste für mich ist, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich jetzt aus den USA zurückkomme oder nicht. Das bedeutet mir natürlich viel. Und den Iguanas, dass man jetzt einfach hoffentlich bald wieder die Möglichkeit hat, in die Halle zu gehen. Das ist ein Wahnsinnsvorteil, den nicht viele haben. Und Alabama ist natürlich unglaublich. Das ist einfach gerade so meine Heimat. Und denen bin ich natürlich für alles dankbar, was sie so für mich machen. Ja, schöne Worte von dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Siehst fit aus, also von daher alles, alles im grünen Bereich. Bleib vor allem gesund die nächsten Tage, die nächsten Zeit. Viel Kraft auf für alles, was da kommt, die nächsten Wochen und Monate. Und wir hören und sehen uns. Vielen Dank, Katharina. Ebenso. Danke. Ciao.